Ja. Hey, Herr Professor Jansen hat das Wort. Ja, liebe Frau Wefers, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Tatsächlich befinden wir uns an einem relativ kritischen Punkt im Rahmen der sogenannten zweiten Welle der weltweiten Corona-Pandemie. Das deutsche Gesundheitssystem mit seinen hervorragenden ambulanten und stationären Strukturen und Versorgungseinrichtungen hat die erste Welle im Frühjahr im europäischen und internationalen Vergleich hervorragend gemeistert. Das wissen Sie. Die Intensivmedizin war schon vor der Corona-Pandemie in Deutschland, was die Anzahl der Betten betrifft, Weltmeister. Letzte offizielle Zahlen aus dem Jahr 2017 sprechen in Deutschland von 33,9 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner. In Belgien sind das im Jahr 2019 17,4, also nahezu die Hälfte. In Frankreich im Jahr 2018 16,3. In England aktuell nur 10,5 auf 100.000 Einwohner. Und in Italien, was ja besonders hart getroffen war am Anfang, 8,6 auf 100.000 Einwohner. Sie sehen also diese enormen Unterschiede, allein was die Kapazitäten betrifft. Laut DIVI-Intensivregister verfügen wir derzeit über aktuell 29.336 Intensivbetten, somit aktuell sogar noch ein bisschen mehr als 2017, nämlich 35,3 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner. Das DIVI-Intensivregister, das wissen Sie, wurde im März diesen Jahres, da waren wir schon mal hier in der Bundespressekonferenz mit Unterstützung des Bundesgesundheitsministeriums und in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut entwickelt, durch die DIVI entwickelt und dann auch etabliert. Dieses DIVI-Intensivregister ist weltweit einmalig. Tagtäglich können wir Intensivbettenkapazitäten von 1.285 meldenden Krankenhausstandorten einsehen und verfügen über Zahlen zu den dort behandelten Covid-19-Patienten. Somit haben wir gerade jetzt ein hervorragendes und transparentes regionales und überregionales Steuerungsinstrument zur Hand. Auch die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 ist in den letzten zwei Wochen, das wissen Sie, deutlich gestiegen. Gestern wurden 1.569 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen gemeldet. Davon waren knapp die Hälfte beatmet. Diese Zahl liegt aber angesichts der hohen Infektionszahlen aktuell in der Bevölkerung deutlich unter den Vergleichszahlen vom Frühjahr. Bleibt die Dynamik bei derzeit 100 zusätzlichen Covid-19-Patienten pro Tag, erreichen wir in 10 Tagen eine Zahl von 2.700 Covid-19-Patienten auf Intensivstation. Das wäre im Vergleich zum April diesen Jahres mit damals maximal 2.992 Covid-19-Intensivpatienten, das wäre ohne weiteres zunächst zu beherrschen. Vorausgesetzt, der Anstieg auf den Intensivstationen bleibt linear und alle infizierten Personen sind weiterhin den jüngeren Bevölkerungsgruppen zuzuordnen. Derzeit sehen wir aber auch deutliche Unterschiede der Belegung von Intensivbetten parallel zu den allgemeinen Infektionszahlen. In Schleswig-Holstein sind 40,7% der Intensivbetten frei, in Hessen 18,7%, in Berlin hier nur noch 13,7%. Dieser Blick auf die Kapazitäten, die wir online im Register tatsächlich ablesen können, ist tatsächlich einmalig und für uns schon in der Steuerung eine enorme Hilfe. Dennoch machen uns derzeit zwei relevante Faktoren deutliche Sorgen. Erstens, obwohl aktuell deutlich höhere Infektionszahlen im Vergleich zum Frühjahr vorlagen, wurden bisher keine regulatorischen Maßnahmen von der Politik getroffen, um den Regelbetrieb der Krankenhäuser wieder schrittweise auf einen Corona-Notfallbetrieb umzustellen. Den Krankenhäusern werden keine finanziellen Kompensationen bei aus unserer Sicht notwendigen Reduktionen der Behandlungsfälle zugesichert. Daher wird aus Sorge vor relevanten Einnahmenverlusten und Liquiditätsengpässen derzeit in den meisten Kliniken das Routineprogramm vollumfänglich weiter fortgeführt. Das hat auch Auswirkungen auf die Intensivmedizin und steigert den Druck in diesem Bereich derzeit außerordentlich. Zweitens, das aktuelle Infektionsgeschehen führt eindeutig auch zu einer deutlich zunehmenden Infektionszahl bei allen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Die mit SARS-CoV-2 infizierten Mitarbeiter können somit nicht mehr an der Krankenversorgung teilnehmen und auch nach Risikokontakten der Kategorie 1 face-to-face über 15 Minuten wird unweigerlich eine Quarantänestellung der Mitarbeitenden veranlasst. Auch dieses Personal fällt dann sofort aus. Und das vor dem Hintergrund des schon jahrelang bekannten erheblichen Mangels an Fachpflegepersonal, an dem sich verständlicherweise in diesem Jahr wenig bis gar nichts geändert hat. Daher blicken wir doch mit einiger Sorge auf die kommende Woche. Wir
fordern die Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen. Auch wenn das Personal damit zusätzlich belastet wird, halten wir das angesichts der Notsituation für unvermeidlich. Verschiebbare Eingriffe und Behandlungen sollten ausgesetzt werden, um damit zusätzliche Personalkapazitäten und strukturelle Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das erfordert eine Verordnung von staatlicher Stelle. Eine finanzielle Kompensation für die Krankenhäuser ist unmittelbar damit zu verknüpfen und zu gewährleisten. Ausdrücklich betonen wir, dass alle Maßnahmen und Entscheidungen Patienten mit Covid-19 und Patienten ohne Covid-19-Erkrankung gleichermaßen zugutekommen sollten. Auch Patienten ohne Covid-19 müssen weiter adäquat behandelt werden. Dafür stehen wir in der Intensivmedizin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Janssen. Herr Professor Kluge schließt an. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zuerst über die Hamburger Situation berichten. Wir betreuen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf momentan nur 5 Patienten auf der Intensivstation. Davon sind 4 beatmet, 15 Patienten auf der Normalstation, also 1/4 auf der Intensivstation, 3/4 auf der Normalstation. Die Patienten, die wir dort betreuen, sind im Schnitt 60 Jahre alt. Das ist schon etwas jünger als noch bei der ersten Welle im März, April. In Hamburg haben wir insgesamt 150 Patienten auf Stationen. Davon sind 36 auf Intensivstationen. Wenn man sich diese Zahl von 36 Intensivbetten für Hamburg einmal anschaut und sieht, dass wir zu Beginn des Jahres 583 Intensivbetten hatten in Hamburg, so die Behördenangaben, und dort 335 zusätzliche Betten aufgebaut haben und damit summa summarum ungefähr 900 Intensivbetten für Erwachsene haben, dann ist diese Zahl von 36 Intensivpatienten natürlich im Moment nur Covid-19 sehr, sehr gering. Man muss aber einfach konstatieren, wie Professor Janssens das auch gesagt hat, dass natürlich viele Intensivbetten auch belegt sind und eine deutliche Anzahl von Intensivbetten auf der anderen Seite aufgrund des Pflegepersonalsmangels nicht betreibbar ist. Das heißt, automatisch führt ein weiterer Anstieg von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und auch von Verdachtsfällen dazu, dass jetzt bereits in Hamburg elektive Operationen und sonstige Behandlung im Krankenhaus reduziert werden, wie in vielen anderen Städten in Deutschland. Die Krankenhäuser müssen einfach aufgrund dieser Aspekte jetzt ihre Leistung reduzieren und sich auf die Fokussierung der Covid-19-Patienten und die Versorgung von lebenswichtigen Notfällen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, dringende Operationen konzentrieren. Und das ist ein Problem. Auch in Hamburg gibt es natürlich wie in der normalen Bevölkerung auch Infektionen bei Krankenhausmitarbeitern, bei Pflegekräften, bei Ärzten. Dies führt zu weiteren Problemen durch Krankheitsausfälle bei Mitarbeitern. Wir müssen natürlich sehr, sehr genau darauf achten, dass das Coronavirus nicht in die Krankenhäuser hereinkommt. Alle Patienten werden genau wie im gesamten Bundesgebiet getestet vor Krankenhausaufnahme. Das Problem ist natürlich, dass aufgrund der Inkubationszeit und der Tatsache, dass einige Patienten asymptomatisch bis wenig symptomatisch sind, es keinen 100-prozentigen Schutz gibt. Wir können nicht die Patienten 5-4 Tage vor einer geplanten Operation täglich testen. Das wäre natürlich eine ideale Situation. Das ist aber nicht praktikabel, sodass wir immer wieder die Gefahr haben, dass das Coronavirus auch im Krankenhaus einfach stattfindet und dass wir Patienten dort zu spät detektieren. Ganz klar möchte ich auch betonen, dass die Krankenhäuser so auch in Hamburg natürlich finanzielle Kompensationen brauchen für diese Arbeit, die wir jetzt leisten im Hinblick auf die Pandemie. Und wir brauchen sicherlich jetzt Freigabevorgaben der Behörde, weil wir müssen einfach jetzt darauf vorbereitet sein, dass die Zahl der intensivstationären Aufnahmen Covid-19 in den nächsten Tagen und 2-3 Wochen nochmal deutlich ansteigt. Die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung wirken sich ja erst in mehreren Wochen aus, ganz davon abgesehen, dass sie erst Montag beginnen. Und solange für die nächsten 2 Wochen erwarten wir einfach deutlich steigende Fallzahlen auf den Intensivstationen. Ich will Ihnen noch ganz kurz berichten. Wir haben in Hamburg die Intensivpatienten der ersten Welle mit 15 Krankenhäusern gemeinsam aufgearbeitet. In Hamburg ist es so, dass die Intensiv-Covid-Patienten auf viele Krankenhäuser verteilt werden. Wir haben ja sehr viele Krankenhäuser im Stadtgebiet Hamburg und nur die schwerstkranken Patienten, die zum Beispiel eine extrakorporale Membranoxygenierung benötigen, dann ans Universitätsklinikum transferiert werden. Wir haben im Rahmen der ersten sogenannten Welle mal 223 Hamburger Intensivpatienten aufgearbeitet.
73% davon waren Männer. Wir wissen ja, dass Männer etwas häufiger schwer erkranken, auch wenn die Infektionszahlen im Moment zwischen beiden Geschlechtern ausgeglichen sind. Das heißt, aktuell erkranken genauso viele Männer an SARS-CoV-2 oder sind mit SARS-CoV-2 infiziert bei der Neuinfektion wie Frauen. Wir hatten bei der ersten Welle, bei der Aufarbeitung dieser Daten, einen Altersdurchschnitt von 69 Jahren. Und wenn Sie das mit den 60 Jahren vergleichen, dann sehen Sie und wir, dass der Altersdurchschnitt bei dieser sogenannten zweiten Welle jetzt doch signifikant jünger ist. Das führt natürlich auch dazu, dass von den Testpositiven in Deutschland, in Hamburg natürlich auch, weniger Patienten auf die Intensivstation müssen, weil das Risiko, wenn wir eine SARS-CoV-2-Infektion uns zuziehen, dass wir eine intensivstationäre Krankenhausbehandlung bedürfen, steigt mit dem Lebensalter und mit der Zahl der Vorerkrankungen. In unserer Studie, die mittlerweile auch publiziert wurde, hatten 70% mindestens eine Vorerkrankung. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir haben 30% der Patienten behandelt auf der Intensivstation, die keine klassischen Vorerkrankungen hatten. 75% dieser Patienten wurden beatmet. Momentan ist es ja so, dass laut den Daten des DIVI-Intensivregisters knapp die Hälfte der Patienten, 49%, beatmet werden. Das heißt, die Erkrankungsschwere in der ersten Welle war nach diesen vorläufigen Daten noch etwas höher sicherlich. Eine Dialysetherapie war bei 33% der Hamburger Intensivpatienten notwendig und die Intensivsterblichkeit war 35%, bei Beatmeten 44%. Das deckt sich ganz gut mit den Daten, die wir sonst auch haben fürs Bundesgebiet, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, als junger, gesunder Mensch an Covid-19 schwer zu erkranken oder zu versterben, extrem gering ist, sicherlich weit unter 1%. Wenn ich aber dann doch eine schwere Lungenentzündung kriege, wenn ich älter bin, wenn ich beatmet werde, steigt die Sterblichkeit, wie gesagt, hier über alle beatmeten Patienten gemittelt auf 44%. Bei älteren Patienten, bei Patienten mit Nierenversagen, geht die Sterblichkeit dann deutlich über 50% hinaus. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass generell, und da haben wir sehr gute Daten vom Robert-Koch-Institut, dass wir immer eine Latenz haben, was die intensivstationären Aufnahmen angeht und die Sterbefälle. Die Neuinfektionszahlen von heute sind ja sowieso nur der Blick in die Vergangenheit, weil Patienten natürlich aufgrund der Inkubationszeit erstmal Symptome entwickeln müssen, dann müssen sie einen Kontakt haben zum Gesundheitssystem, um sich testen zu lassen. Dann wird dieser Test natürlich nochmal dann, auch wenn er positiv ist, mit zeitlicher Verzögerung ans Gesundheitsamt gemeldet. Die Gesundheitsämter melden wieder ans RKI. Und das zeigt auch, dass Maßnahmen, die heute oder morgen beschlossen werden, natürlich sich in mehreren Wochen auswirken. Und diese zeitliche Verzögerung betrifft auch dann die Aufnahmen auf die Intensivstation. Wir wissen aus den Daten des RKI, dass die Patienten erst 10 Tage nach ersten Symptomen der Covid-19-Infektion auf die Intensivstation müssen. Das heißt, die Welle auf die Intensivstation wird jetzt erst noch kommen in Hamburg und in ganz Deutschland. Und dass gerade die beatmeten Patienten halt sehr lange auf der Intensivstation verbleiben, im Schnitt 18 Tage, das sind fast 3 Wochen. Und das ist auch die Ursache dafür, warum viele Länder, die nicht die Intensivkapazitäten haben, wie wir sie in Deutschland haben, halt so große Probleme haben, weil diese Patienten natürlich die Intensivstation regelrecht verstopfen. Zum Abschluss möchte ich noch auf unsere Leitlinie, auf unsere Behandlungsempfehlung hinweisen, die wir momentan mit 15 verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften konzipieren. Hier in Deutschland, die wird wahrscheinlich nächste Woche abgeschlossen sein, gerade im Hinblick auf diese zweite Welle, auf eine zu erwartende Zunahme von schweren Intensivbehandlungsfällen, ist es natürlich extrem wichtig, dass wir den behandelnden Ärztinnen und Ärzten da eine gute Behandlungsempfehlung an die Hand geben. Und wir haben dort natürlich auch immer basierend auf den entsprechenden Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zu den Hygieneaspekten und Quarantäneaspekten klare Empfehlungen dann gemacht zu den Maßnahmen bei der Intensivtherapie, bei den notwendigen Maßnahmen bei der sogenannten akuten respiratorischen Insuffizienz. Soll heißen, wenn die Lunge nicht mehr ausreichend Sauerstoff aufnehmen kann und unterstützt werden muss, wann ist eine Sauerstofftherapie, eine sogenannte hochkonzentrierte Sauerstofftherapie, eine nicht-invasive Maskenbeatmung oder eine mechanische Beatmung anzuwenden. Hier gab es ja am Anfang in Deutschland und weltweit viele, viele Diskussionen und wir haben hier sicherlich eine Menge gelernt. Wir machen klare Empfehlungen zur medikamentösen Therapie. Das ist ja heute ein großer Themenkomplex. Wir haben sicherlich gelernt, dass die Blutverdünnung, dass gewisse
Substanzen auch wie das Remdesivir und Dexamethason in gewissen Fällen helfen können. Genaue Empfehlungen werden wir dann da nochmal schriftlich abgeben und natürlich auch zu wichtigen ethischen Aspekten. Bislang sind wir ja nicht in die Situation gekommen, dass wir in Deutschland entscheiden müssen, welcher Patient ein Intensivbett bekommt und wer nicht. Und ich bin auch sicher, dass wir vor dieser Fragestellung nicht stehen werden. Aber wir haben mit der DIVI unter Federführung von Professor Janssens hier auch gute Empfehlungen bereits Anfang des Jahres publiziert, sodass wir auch da vorbereitet sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Klug. Jetzt gehen wir vom Universitätsklinikum Hamburg nach Berlin an die Charité und Herr Professor Sutorp hat das Wort. Ja, vielen Dank für das Wort. Ich fange mal an mit der Berliner Situation und der Charité-Situation. Ich muss sagen, die Hauptstadt ist ein bisschen weiter als Hamburg. Gestern waren in Berlin 600 Patienten an Covid erkrankt und stationär behandelt, davon 440 auf Normalstation und 160 auf Intensivstation. 160 Patienten auf Intensivstation gestern, das ist mehr als zu Peakzeiten im April in Berlin der Fall war. Das ist eine wichtige Aussage, dass Intensivbelegung in Berlin schon kräftig angezogen hat. Ich berichte kurz zur Charité von gestern. Wir hatten 130 Patienten, davon waren 70 auf Normalstation und 60 auf Intensivstation. Meine zweite Aussage ist, es fällt auf, dass Normalstation versus Intensivstation die Patienten ungefähr 1:1 sind. Das ist ganz ungewöhnlich. Das war im März, April ganz anders. Da war das Verhältnis eher 1:2, sprich viel weniger Patienten auf Normalstation. Müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Und ich will noch mal drei Zahlen nennen. An der Charité gestern waren es 130, vor zwei Wochen waren es 60, vor vier Wochen waren es 30. Sie sehen, wir waren immer im exponentiellen Wachstum, jetzt aber richtig flott. Und die Verdopplungszeit ist weniger als zwei Wochen. Herr Helge Braun sprach ja gestern von 10 Tagen. Und wenn ich mir überlege, wir haben bis Silvester noch 6 mal 10 Tage Zeit, und wenn Sie 600 Patienten 6 mal 2 nehmen, dann kommen da gruselig hohe Zahlen raus. Und darum ist es richtig, dass die gestrigen Beschlüsse waren richtig und wichtig und fällig. Ich fand sie gar ein bisschen überfällig. Mein zweiter Punkt ist, ich spreche jetzt mal nicht als Intensivmediziner mit zu Ihnen, sondern als Infektiologe und richte auch den Blick auf die Normalstationen. Ich sagte ja eben schon, es sind allein 70 Patienten nur mit Covid auf Normalstationen an der Charité. Wir haben 4 Stationen, Normalstationen umfunktioniert zu Covid-Normalstationen. Das heißt, es gibt nicht nur Konkurrenz der verschiedenen Patienten mit verschiedenen Diagnosen um Intensivbetten, sondern auch auf Normalstationen. Und als Infektiologe weiß ich, im Winter kommen viel mehr Pneumoniepatienten, Pneumokokken, Influenza oder auch Patienten mit Lungenvorerkrankungen, die bei einem Infekt der Atemwege schnell in Atemnot kommen. Aber das gilt auch für alle anderen Diagnosen natürlich. Die Konkurrenz ums Bett gilt auch für die Leukämie, für den Leukämiepatienten oder für den Schlaganfallpatienten oder für den Patienten mit Knochenbruch. Wir haben im Grunde im Winter immer, vor allen Dingen in Häusern der Maximalversorgung, eine 100%-Belegung. Und jetzt kommt Covid on top. Wir haben sozusagen eine 150%-Last. Und die eigentliche Frage ist, wie gehen wir damit um? Und in dem Zusammenhang möchte ich berichten, wie Berlin das im intensivmedizinischen Bereich geregelt hat. Da gibt es das sogenannte SAFE-Konzept. Alle Intensivstationen wurden kategorisiert, Level 1, Level 2, Level 3. Und es ist genau festgelegt, welcher Patient mit welcher Krankheitsschwere zu welcher Kompetenz verlegt wird. Und das hat sich sehr gut bewährt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir für jede Region ein Safe-Konzept brauchen, nicht nur für Intensivstationen, sondern für alle Stationen, sozusagen Safe-Konzept für alle. Mein letzter Punkt geht es nochmal um die
Personen, die Covid-Patienten versorgen. Das sind natürlich alle Disziplinen müssen ran. Da ist natürlich die Pflege, da ist der Röntgendoktor, da ist der Virologe, da ist der Infektiologe und noch viele mehr. Zwei Berufsgruppen haben ein Imageproblem oder ein Wertschätzungsproblem. Bei der Pflege wurde das ja schon im Frühjahr blitzschnell erkannt. Aber interessanterweise bei Infektiologie ist weiterhin kein Facharzt in der Medizin. Es gibt einen Facharzt für Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten, aber nicht für Infektionskrankheiten. Und es wäre gut, wenn jetzt mal die Gremien zu Potte kämen und das umsetzen würden. Ich bitte um Nachsicht, da ich ein bisschen in eigener Sache gesprochen habe, aber die Organisatoren haben einen Infektiologen bestellt und dann haben sie ihn auch bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Sutop. Jetzt gehen wir nach München an die Klinik Schwabing. Herr Professor Wendner hat das Wort. Vielen Dank, Frau Wiefers. Ja, in München ist die Lage auch angespannt, wenn auch noch unter Kontrolle. Wir haben seit Beginn der Pandemie in München ca. 16.000 bestätigte Covid-Fälle gehabt. Spüren jetzt aber in den letzten Tagen einen Anstieg auch bei den Neuinfektionen und auch bei den Zahlen, was die stationären Covid-Patienten angeht. Aktuell sind in München 3.051 Münchner aktiv infiziert. Wir hatten gestern einen Anstieg von 291 neuen Corona-Fällen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei uns bei 122. So, der Alterspeak, das hatte auch schon Kollege Kluge gesagt, ist in München ähnlich wie in Hamburg. Wir sehen zunehmend Neuinfektionen bei den 21- bis 40-Jährigen. Das ist der Peak in München. Und die andere Seite der Medaille ist, die Todesfälle sind leider bei den Älteren, nämlich bei den über 60-Jährigen, kulminiert. Wir haben, was die Belegung in den Krankenhäusern in München angeht, aktuell 154 Betten mit Covid-Patienten belegt, davon 21 Patienten auf Intensivstation. Vor 10 Tagen sind diese Zahlen noch sehr viel niedriger gewesen. Wir hatten 41 stationäre Patienten und 10 Intensivpatienten. Die München Klinik Schwabing, die ich auch hier vertrete, ist sozusagen ein Maximalversorger. Wir hatten die ersten Patienten in Deutschland behandelt seit dem 27. Januar und nähern uns jetzt dem 1.000. Covid-Patienten, den wir stationär versorgen. Die Zahlen mögen für Sie jetzt relativ klein ausschauen. Ich weise nochmal, auch wie Herr Sutorp, nochmal explizit auf das exponentielle Wachstum hin. Wenn ich sage, heute haben wir 154 Corona-Patienten, heißt das, dass wir bei einer Verdopplungszeit, die in München im Bereich von 7 bis 10 Tagen liegt, wenn wir die 7 Tage zugrunde legen, in 4 Wochen einen Faktor 16 anzusetzen. Das heißt, wir haben dann 2.464 Patienten stationär und auf Intensiv entsprechend 336 Patienten. Also das ist nie linear, leider. Und deswegen ist die Situation auch so ernst. Wir haben in den Spitzenzeiten 200 Patienten parallel in meinem Haus in der München-Klinik behandelt und 60 Patienten auf Intensivstation. Aber diesen Stresstest, sage ich Ihnen, brauchen wir kein zweites Mal. Wir haben, was die stationären Patienten angeht, zur Altersstruktur, das Bild, dass die meisten Patienten über 65 Jahre alt sind. Und Sie können extrapolieren, dass leider auch viele dieser Patienten dann auf Intensivstationen gehen werden und hier entsprechend Kapazitäten eng werden. Als Maximalversorger mit 3.000 stationären Betten hat die München-Klinik natürlich auch einen erheblichen Versorgungsauftrag für die Münchner Bevölkerung. Das heißt, ähnlich wie die Charité in Berlin haben wir ein Engagement in vielen, wenn nicht fast allen Bereichen der Medizin, inklusive auch zum Beispiel der Stammzelltransplantation. Als Hämato-Onkologe ist das natürlich für mich auch ein Anliegen. Wenn wir heute einen Leukämiepatienten transplantieren wollen, müssen wir in 4 bis 6 Wochen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Intensivkapazitäten vorhalten. Noch ein weiterer wichtiger Punkt. Covid ist nicht nur die Akutphase der Erkrankung, sondern wir wissen inzwischen, dass 10% der infizierten Patienten auch Folgeschäden davon tragen, nämlich Beschwerden 3 Wochen und länger per Definition haben. Damit sind es Long-Covid-Patienten. Und diese Folgeschäden sind insbesondere, kann ein Chronic Fatigue-Syndrom sein. Das heißt, die Patienten haben eben auch Probleme, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Angststörungen etc.
Aber es sind eben auch organische Störungen, Lungen, Folgeschädigungen. Da haben wir noch gar kein richtiges Bild, was das eigentlich auch für die Bevölkerung bedeutet und was es auch für uns als Gesellschaft bedeutet. Wir werden dafür, und das ist in Bayern, sind entsprechende Kapazitäten auch freigeschaltet, Reha-Kapazitäten brauchen. Aber ich weise auch darauf hin, wenn wir solche Zahlen hier nennen, heißt das auch, dass ein erheblicher Teil der Patienten, die Covid durchgemacht hat, auch in den nächsten Wochen, Monaten nicht im Arbeitsprozess sein werden, dass wir viele Krankschreibungen in der Richtung haben. Ich möchte abschließen. Aus meiner Sicht ist der gestern beschlossene Lockdown seitens der Bundesregierung aus meiner Sicht sehr sinnvoll, auch verhältnismäßig. Wir werden mit einer gewissen Bremsspur hoffentlich sehr bald auch die positiven Effekte sehen, die eben auch ermöglicht, dass das deutsche Gesundheitssystem in seiner Fülle, und ich bin überzeugt, es ist ein sehr gutes Gesundheitssystem, auch weiter funktionieren wird, und zwar sowohl in der Maximalversorgung inklusive Intensivmedizin, und der zweite Punkt eben auch für alle Patienten, eben auch für den Leukämiepatienten, für den Schlaganfallpatienten, für den Myokardpatienten, neben der Versorgung von kritisch kranken Covid-Patienten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt sogar schon eine Reihe von Fragen von Kollegen, die uns an der Kamera sozusagen verfolgen und Online-Fragen stellen. Aber ich starte jetzt erstmal hier im Saal gerne mit. Bitte schön. Mit mir? Ja, hinter Ihnen sitzt keiner mehr. Ja. Ich habe immer eine Verständnisfrage. Und zwar klingt ja ein bisschen so, als seien hier zwei Lager vertreten. Also die einen, die ein bisschen weniger Alarm machen, die anderen, die ein bisschen mehr Alarm machen. Was wird denn das größte Problem für den Gesundheitssektor jetzt in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen? Ist es die Tatsache, dass immer mehr Personal erkrankt und dann fehlt, oder ist es tatsächlich die drohende Überlastung des Gesundheitssystems, das ja als oberste Prämisse für die Politik gilt? Das dürfen Sie unter sich ausmachen. Herr Präsident. Also, wir sehen das ja ganz klar und wir haben das auch zum Ausdruck gebracht, dass wir schon und die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, Herr Sutterp hat das ja anklingen lassen, nach seinem Geschmack vielleicht sogar etwas zu spät gekommen sind. Das sehen wir auch so und wir sehen auch ganz klar, dass die Zahlen wirklich explodiert sind. Das sehen wir auch. Wir zeichnen die Entwicklung in Belgien und den Niederlanden nach. Wir haben aber ein ganz anderes Gesundheitssystem. Das zeichnet uns natürlich auch gegenüber Belgien, Niederlanden und Großbritannien aus. Wir haben ein sehr, sehr stabiles ambulantes System. Das hat uns auch in der ersten Welle und auch jetzt hält uns wirklich tatsächlich viele Patienten aus den Kliniken raus, die unter Umständen zusätzlich eine Belastung darstellen würden. Aber ein großes Problem ist jetzt, das habe ich erwähnt, dass tatsächlich im Moment noch kein klares Signal, und viel zu spät, das ist untergegangen in den Maßnahmen der Bundesregierung. Unter Ziffer 14 lesen Sie das ja vielleicht, da wird so ein bisschen davon gesprochen, die Länder sollen jetzt mal gucken, was sie mit den Krankenhäusern machen. Wir erwarten ganz klar, dass jetzt gehandelt werden muss, dass jetzt die Häuser per Verordnung dazu aufgefordert werden, runterzufahren, damit damit die Strukturen freigesetzt werden. Es ist wirklich eine große Belastung, parallel einen Regelbetrieb zu fahren, und es ist tatsächlich sehr viel gewesen, was jetzt nachgearbeitet wird. Die Operationssäle brummen, ich sage das jetzt mal überspitzt, und parallel dazu haben wir deutlich mehr ambulant stationäre Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern, das wird Herr Wendner, Herr Sutterp, Herr Kluge bestätigen, die noch normalstationär liegen. Das ist bei uns zum Beispiel nun ein kleineres Krankenhaus, dreimal, viermal so viel, wie wir das im März, April hatten. Und angesichts dieses Tatbestandes wundert es mich doch sehr, dass das so ein bisschen hinübergibt. Ich verstehe auch, dass das Problem aus der politischen Brille gesehen natürlich die anderen großen Themen sind, Gaststätten etc. etc. Aber die Krankenhäuser wundert mich so an der Stelle, dass das so auch in der Berichterstattung am heutigen Tag in der Presse so ein bisschen hinten rübergefallen ist. Deshalb sind wir eigentlich ganz froh, hier zu sein. Ich glaube nicht, dass wir hier zwei Lager am Tisch sitzen haben, sehe ich nicht so ganz. Wir können das ja nochmal nachhaken, Ihre Frage. Ich glaube, wir sehen das alle mit einer Sorge. Nur eins müssen wir schon sagen, wir alle, die wir sitzen, wollen mit Sicherheit keine Panik machen. Wir haben alle keine Glaskugel in der Hand und exponentiell, linear, wie auch immer, wo wir stehen werden. Eins ist klar, wir haben schon eine leicht andere Situation als im März, April. Damals haben wir die Spitze der Infektionsanlagen bei den über 80-Jährigen. Das hat sich umgekehrt. Wir haben jetzt im Moment noch die 80-Jährigen, 60-Jährigen, 70-Jährigen, die steigen jetzt seit September, Anfang September an. Die ziehen jetzt langsam nach. Und wenn das eintreten sollte, dass diese Population, die Älteren, tatsächlich wieder exponentiell nach oben schießt, dann werden Sie erleben, dass wir im 0,nix bei den hohen Infektionszahlen in eine Überlastung reingeraten. Plus die Bettensperrungen, die jetzt dringend aufgehoben werden müssen, plus die Infektionen, die bei den Mitarbeitern im Gesundheitswesen sind. Und das setzt uns unter Druck. Ganz eindeutig.
Ja, ergänzen Sie gerne. Ergänzend stimmt dem zu, was Herr Janssens gesagt hat. Wir haben in Deutschland ja ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis. Wir haben ja bereits eine Welle im Frühjahr gehabt. Das heißt, wir wissen, wie es im Februar, März sehr sachte angegangen ist. Dann hatten wir Ereignisse wie Ischgl etc., wo die Kurve sehr, sehr schnell anstieg. Und ich sage, diesen erneuten Stresstest benötigt keiner. Erst zum Schaden von Patientinnen, auch zum Schaden von Mitarbeitern. Eine Botschaft ist mir, oder zwei Botschaften sind mir wichtig. Das eine noch mal zu betonen, dass die Versorgung derzeit, ich glaube, da stehen wir auch alle für, in Deutschland sichergestellt ist, auch insbesondere die Notfallversorgung. Wir möchten nicht, dass Patienten mit Beschwerden zu Hause sind und die Situation aussitzen, bis die zweite Welle vorbei ist. Nein, wir sind in den Krankenhäusern, in den Kliniken auch für die Patienten offen. Das ist sozusagen nur jetzt die Warnung ausgesprochen und sie ist ja von der Politik auch aus meiner Sicht gut umgesetzt und ich hoffe, dass sie auch greifen wird, dass wir eben nicht in diese Engpässe kommen, dass das Gesundheitssystem nicht in diese Stresslage kommt. Die zweite Frage, die Sie hatten, wie es mit den Mitarbeitern aussieht, auch hier sind in den großen Covid-Zentren auch sehr regelhafte Mitarbeitertestungen installiert worden. Unsere Mitarbeiter werden zum Beispiel in vulnerablen Bereichen alle zwei Wochen mindestens abgestrichen, bei Bedarf natürlich häufiger. Das ist in anderen Zentren genauso. Auch die Politik, wenn Sie das Bulletin von gestern genau lesen, hat ja explizit auch die Testungen von Mitarbeitern inkludiert. Das heißt, wir kriegen auch hier eine Refinanzierung, was die Teststrategie angeht, dass eben auch das Gesundheitssystem in dieser Belastungsprobe weiterhin funktioniert. Herr Vetter, hatte ich richtig gesehen? Herr Janssens, ich hätte gerne gewusst, wie viele von den gut 29.000 Intensivbetten insgesamt jetzt belegt sind. Denn 1.569 Intensiv-Corona ist ja davon nur eine kleine Teilmenge. Und die zweite Frage, die ich noch habe, Sie haben gefordert, dass die Personaluntergrenzen beim Pflegepersonal wieder außer Kraft gesetzt werden. Das hatten wir ja schon in der ersten Welle. Kann das so ein großes Problem sein? Das braucht man ja eigentlich nur noch mal, diese Verordnung dann wieder in Kraft zu setzen, dass das eben ausgesetzt wird. Richtig, es klingt ja an Punkt 14, der veröffentlicht. Ich gehe zum zweiten Punkt, steige ich direkt mal ein. Punkt 14 wird das ja kursorisch erwähnt, dass man das als Instrument nutzen sollte. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Aus der Sicht der Pflege, die eh schon überlastet ist, muss man ganz klar sagen, sind wir auch dankbar, dass die Pflegepersonaluntergrenzen überhaupt geschaffen worden sind. Das muss man ja sagen. Wir haben ja seit Jahren eine Not gehabt und das war ja zu dem Sinn und Zweck geschaffen worden. Damit hat sich aber natürlich noch keine einzige Pflegekraft mehr gemeldet, die jetzt arbeitet bei uns. Das ist ja das Problem, dass wir ein substanzielles Problem haben, was jetzt durch die Corona-Pandemie, wie schon gesagt, das ist wie ein Brennglas, der jetzt auf diesem Problem jetzt draufgerichtet wird. Und im Herbst wird dieses Brennglas noch mal ein bisschen stärker werden. Eigentlich ist ja ein guter Ansatz, dass wir darüber noch mal intensiver diskutieren. Und die Pflegenden, die werden das auch sehen, dass wir tatsächlich da gar nicht drum herum kommen, die PPOGs, die Pflegepersonaluntergrenzen, aus der Not heraus auszusetzen. Ja, das andere ist, wir haben diese 29.000 Betten und da haben wir ja tagtäglich, ich glaube im Moment, wenn ich mich nicht alles täusche, müssten um 12 Uhr sind ja immer die Veröffentlichungen von der DIVI-Register. Sie können das aber auch online einblicken, sofort klicken und DIVI-Intensivregister. Ich glaube, ca. 7.700 Betten sind frei. 7.700 Betten sind frei und ich habe Ihnen gerade Zahlen genannt, dass wir regional in den Ländern erhebliche Unterschiede haben. Wir haben relativ entspannte Situationen. Schleswig-Holstein beispielsweise von seinen 700 knapp Intensivbetten 40% frei. Ich wollte damit nur sagen, wir haben innerhalb von Deutschland schon eine Transparenz, dass wir schon, wenn Not aufkäme, tatsächlich intersektoral, interüberregional verlegen könnten. Ich sehe das nicht als Problem. Wir sind ja sogar vor letzter Woche schon eingestiegen mit Niederlanden und auch Belgien. Kommen die Anfragen jetzt zu uns ins Rheinland rein, dass wir dort auch Hilfe leisten und das wird dann sehr genau abgeglichen mit den Kapazitäten, die wir in Deutschland insgesamt haben. Das können wir sehr genau und Sie übrigens auch einsehen und das ist schon eine gewisse Transparenz und Hilfe. Noch eine Ergänzung dazu, das haben wir auch abgesprochen, diese Betten sind physisch frei, das sind mehr als 7.000 freie Intensivbetten.
Wir würden aber von der DIVI alle Krankenhäuser, die hier Daten eingeben, nochmal bitten, nur die betreibbaren Betten hier auch frei zu melden. Das heißt, wir haben dort differenziert zwischen Betten, die akut auch betrieben werden können. Das heißt, nicht nur mit Betten, Beatmungsgerät, Monitor, sondern vor allem mit Pflegepersonal und Ärzten. Und dann haben wir auch dort eine sogenannte Reserve, die in 7 Tagen aktiviert werden kann. Das können dann Betten sein, die im Moment vielleicht gerade nicht verfügbar sind, also die verfügbar sind, aber wo wir kein Pflegepersonal haben, wo wir Pflegepersonal oder anderes Personal erst nochmal transferieren müssen aus anderen Bereichen des Krankenhauses. Wir gehen im Moment davon aus, dass diese Zahl der über 7.000 freien Intensivbetten zwar vorhanden ist, aber nicht bepflegbar ist. Und da ist eine gewisse Dunkelziffer. Es gab ja finanzielle Anreize in Deutschland, das war auch gut, so Intensivbetten aufzubauen. Die sind auch tatsächlich aufgebaut worden in großem Umfang. Aber wir hatten ja vorher schon einen Mangel des Pflegepersonals. Wir haben Umfragen gemacht von den Gesellschaften, von den Fachgesellschaften, dass 20-30% der deutschen Intensivbetten schon vor der Pandemie nicht bepflegbar waren. Und Professor Janssens hat es gesagt, es sind in den Monaten jetzt nicht mehr Pflegekräfte dazugekommen im System. Das heißt, wenn wir jetzt Intensivbetten aufbauen, fehlen logischerweise immer noch deutlich mehr Pflegekräfte, um diese ganzen Intensivbetten zu betreiben. Das muss uns allen klar sein. Deswegen fordern wir alle Kliniken auf, hier wirklich die tatsächliche Zahl der freien und betreibbaren Betten zu melden und nicht die Zahl der möglichen Intensivbetten. Danke. Dann geht es da weiter, bitte. Ja, Felix Serau, Neue Zürcher Zeitung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist diese Notfallreservekapazität, da gibt es immer die Zahl von ungefähr 12.000 Betten, ja, dann de facto praktisch gar nicht relevant, weil das Personal fehlt? Es ist so, dass, und deshalb habe ich darauf hingewiesen, dass wir dringend jetzt auch einen Hinweis brauchen, und zwar einen klaren Hinweis, eine Verordnung, die die Krankenhäuser in den Status setzt, wie wir den mal gehabt haben. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, in dem Moment, wo Sie Regeloperationen absetzen und verschieben auf einen späteren Zeitpunkt, setzen Sie automatisch Fachpflegepersonal frei. Die Anästhesiepflegekräfte, die dort in den OP-Sälen sind, haben die gleiche Ausbildung wie die Intensivpflegekräfte oben. Das heißt, das ist Personal, was sofort theoretisch und dann nicht nur theoretisch, praktisch auch in die Fachpflege mit einsteigen kann. Das heißt, da ist schon ein unmittelbarer Zusammenhang und das ist auch mit diesen Betten gemeint. Das ist aber eine Voraussetzung, dass wir von einem Regelbetrieb, den wir im Augenblick haben, auf einen, ich nenne das jetzt mal so salopp, Corona-Betrieb umschalten. Dann können wir zusätzliche Kapazitäten freisetzen und vor allen Dingen auch die Strukturen werden dadurch etwas noch klarer und fokussierter und geordneter. Das heißt nicht, dass wir andere nicht-Covid-schwer erkrankte Patienten halt nicht behandeln. Die sind halt auch da. Das dürfen wir nicht vergessen. Herzinfarkte steigen ja auch im Herbst immer wieder an und die müssen akut behandelt werden und die werden auch behandelt. Das ist doch sicherzustellen. Das stellen wir auch sicher. Ich gehe jetzt mal hier mit den Online-Fragen weiter. Die schleppen manchmal etwas nach. Da sind Fragen schon beantwortet, aber die stehen dann ja da drin. Und ich lese die aber trotzdem so vor, wie sie hier eingelaufen sind. Frau Polona Fiavc von RTV Slowenien fragt, wie haben Sie die Krankenhäuser auf die zweite Corona-Welle vorbereitet und wie viel zusätzliches Geld haben Sie dafür bekommen? Wer startet? Zusätzliches Geld haben wir für die Inbetriebnahme der zweiten Welle nicht bekommen. Es ist ja so gewesen, ich nehme das eine Kollegin aus dem Ausland, die Frage stellt, dass wir tatsächlich für die Phase, als die Verordnung erlassen wurde, dass die Krankenhäuser eine finanzielle Entlastung bekommen, indem sie elektive Eingriffe runterfahren. Wir haben ja zum Beispiel im internistischen Bereich, Herr Wendner, 20-30% weniger Fälle gehabt. Das deutsche Gesundheitssystem, die Krankenhäuser finanzieren sich halt über Fälle und wenn sie 20-30% weniger Fälle haben, haben sie also zum Teil eklatante Ausfälle. Und man hat dann dafür Sorge getragen, dass diese Ausfälle kompensiert wurden auf den mittleren Schnitt des vergangenen Jahres. Und da gab es dann tatsächlich eindeutig, sind wir über diese Phase hinweg kompensatorisch finanziert worden. Das ist auch gut ausgeglichen worden. Die Krankenhäuser konnten damit auch leben. Aber das ist jetzt ausgesetzt. Und diese Zahlung gibt es jetzt nicht mehr. Wenn wir jetzt herunterfahren, dann ist es tatsächlich so, dass die kirchlichen Häuser beispielsweise also, oder auch private Häuser tatsächlich innerhalb von 6 Wochen vor einem Liquiditätsproblem stehen. Und das darf man an der Stelle gar nicht verschweigen. Und deshalb appelliere ich ja so dringend, dass wir hier diese Hinweis bekommen für die Krankenhäuser, dass sie die Geschäftsführer endlich wieder entspannter sitzen und sagen, gut, wir gehen jetzt in diesen Betrieb, über den wir aus unserer Sicht, intensivmedizinischer Sicht, dringend benötigen. Sie ergänzen gerne, bitte. Genau.
ergänzt sind. Also wir hatten ja die sogenannte Allgemeinverfügung auch in Bayern, die entsprechende Kosten kompensiert hatte. Das ist natürlich nie hundertprozentig gewesen, aber es war, denke ich, ein wichtiger Beitrag auch seitens der Staatsregierung in Bayern. Die Verhandlung ist jetzt quasi auf die lokale Ebene verlegt worden. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Freihaltepauschalen, sondern das muss dann eben mit den Krankenkassen verhandelt werden. Aber da ist auch Geld sozusagen eingestellt worden ins System. Man wird sehen, wie es ausgeht. Die zweite Frage war ja, wie sich die Häuser im Sommer auf die zweite Welle vorbereitet haben. Ich kann Ihnen versichern, dass wir auch über den Sommer Krisenstäbe unverändert kontinuierlich auch im Betrieb hatten, auch mit unserer Geschäftsführung, mit verschiedenen Disziplinen. Und die Pläne, die sind natürlich im Sommer verfeinert worden, die wir im Frühjahr mit heißer Nadel gestrickt haben. Und Pandemiestationen sind zwischenzeitlich bereits wieder ans Netz gegangen, auch bei uns, so dass wir eben in der Klinik haben. Das heißt, Corona-Patienten eigene Behandlungspfade durchlaufen in den Häusern und somit eben auch der Normalbetrieb derzeit noch relativ unbeeinflusst weitergehen kann. Aber ich denke, wir sitzen hier heute zusammen, weil wir eben auch die Latenz des Systems erkannt haben. Und wenn jetzt die Notbremse nicht gezogen wäre, dann wäre aus meiner Sicht das System auch in wenigen Wochen an die Wand gefahren worden. Ich bin guter Hoffnung, dass wir das jetzt verhindern können gemeinsam. Neben den politischen einschneidenden Maßnahmen aus meiner Sicht auch noch mal ein Appell. Die Hygieneregeln, die ja nun jeder verinnerlicht hat, haben unverändert ihre Gültigkeit. Wir können sie zwar alle kaum noch hören, wir sind genervt, aber sie sind ein wesentlicher Bestandteil, dass wir eben hier auch im Medizinsektor nicht in diese Belastungsprobe reinrutschen. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit einer Frage des Kollegen Jan Drebes von der Rheinischen Post. Da geht es um Arbeitsquarantäne und Teststrategien. Die Frage heißt oder ist für die Intensivmedizin eine Form der Arbeitsquarantäne, schreibt er in Anführungsstrichen, denkbar, sodass betroffenes Personal weiterarbeiten kann? Und welchen Bedarf an Schnelltests haben deutsche Krankenhäuser in dem Zusammenhang, um Personalnotstand zu vermeiden? Ja, Herr Professor Janssens. Herr Sutter, vielleicht als Infektiologe, glaube ich, den ersten Teil machen Sie. Mit den Tests kann ich machen. Genau. Wunderbar. Also wir haben ja schon zum Anfang der Corona-Pandemie es geübt. Wir standen dort und haben tatsächlich auch im Raum Aachen beispielsweise, ich kann das mal so schildern, in der neonatologischen Intensivstation gab es Kontaminationen, Infektionen über den Heinsberger Karneval. Da wäre eine ganze Station ausgefallen aufgrund Risikokontakt 1. Man hat sich dann darauf geeinigt, das heißt, dass Tagebücher geführt wurden, regelmäßig Fiebermessungen durchgeführt wurden und dann sind Testungen durchgeführt worden. Damals haben wir nur die PCR gehabt und mit diesem Konzept mit Informationen der Patienten bzw. deren Angehörigen ist es gelungen, die Station nicht verlegen zu müssen. Das heißt ja den Lockdown einer neonatologischen Intensivstation. Und mit diesem Konzept kann man fahren, das funktioniert auch gut. Herr Sutrop nickt schon, Gott sei Dank. Ja, das funktioniert gut. Im Übrigen wurden dann die Hygienemaßnahmen, Mundschutz, wurden natürlich sofort eingeführt. Und das war schon neben den Testungen, neben allen anderen Maßnahmen, hat dazu geführt, dass wir auch in den Erfolgemessungen bei uns zum Beispiel auch keine Infektionen über diese K1-Kontakte hatten. Also man kann mit solchen Konzepten in einer ressourcenknappen Situation kann man arbeiten und auch erfolgreich arbeiten. Ich bin angesprochen worden zu den Schnelltesten. Da geht es ja insbesondere um die Antigen-Schnellteste. Die sind jetzt verfügbar geworden. Sie werden bei uns an der Charité auch erprobt und verglichen, wie sie sich bewähren im Alltag. Und da gibt es eine gute Nachricht und eine etwas weniger gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, diese Schnellteste sind hervorragend geeignet bei einem Patienten, der mit Symptomen zu einem kommt. Wenn man dann einen Schnelltest macht und der ist negativ, dann kann man sagen, der Patient hat kein Corona, kein Covid. Und, oder er ist positiv, dann ist auch gut. Wissen muss man, das wird nicht jetzt K1
kann nicht jeder machen und das kann man auch nicht einfach in eine Apotheke kaufen und zu Hause an sich selber machen oder die Ehefrau beim Ehemann und umgekehrt, sondern es muss weiterhin vom medizinischen Fachpersonal die Probe entnommen worden sein mit diesem etwas Rachenabstrich durch die Nase und das muss ein Profi abnehmen, sonst ist der Test natürlich nicht verwertbar. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist mit den Schnelltesten bei Personen, die keine Symptome haben? Wenn ich da einen Schnelltest mache und der Test ist negativ, dann ist ja die Frage, ist er wirklich negativ oder ist der Test nicht sensibel genug, empfindlich genug, das festzustellen? Eine Infektion mit einem Schnelltest kann man nicht mit Sicherheit ausschließen. Man kann aber eine Risikoreduktion erreichen, die auch bedeutsam ist. Genaue Zahlen muss man da ermitteln. Die PCR ist viel empfindlicher, entdeckt auch bei asymptomatischen, was los ist. Und der Schnelltest hat meinetwegen bestimmt eine Zehnerpotenz weniger empfindlich, wenn es, und die Viruslast im Rachen, in der Nase muss einfach höher sein, damit der Test auch was erkennen kann, dieser Schnelltest. Also Risikoreduktion ja, bei asymptomatischen, sicherer Ausschluss nein. Und die ganz positive Nachricht, sagte ich ja, auf der Rettungsstelle meinetwegen, Patient kommt, hat Symptome, Schnelltest wird gemacht, Schnelltest ist negativ, kann ich den Patienten sofort in die Fachdisziplin schicken und so weiter. Sie haben eine Frage zum Schnelltest, ja? Das machen wir da nochmal. Peter Kiede von der Bild nochmal. Wir hören immer Schnelltest, PCR-Test, alles Mögliche, aber die Wirklichkeit sieht ja momentan in Deutschland so aus, dass viele Leute gar nicht mehr an die Tests rankommen. Also in den Testzentren, in den medizinischen Versorgungszentren laufen die Telefone heiß. Ich kenne es aus privaten Umfeld, wenn meine Frau morgens zur Arbeit kommt, sind 400 Anrufe auf dem Anrufbeantworter drauf. Die Leute erreichen niemanden mehr, sie wissen nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Sie kriegen nicht mal mehr eine Anweisung für die Quarantäne, sie kriegen nicht mal mehr einen Zettel, mit dem sie sich noch beim Arbeitgeber irgendwie krank melden können oder in die Quarantäne abmelden können. Jetzt reden wir von den Kliniken. Aber außerhalb der Kliniken ist doch das System der Kontrolle, der Testung und der Nachverfolgung weitestgehend komplett zusammengebrochen oder täuscht der Eindruck? Ja, das ist ja auch das, was die Frau Kanzlerin, glaube ich, bemerkt hat. Sie will ja runterfahren auf 50, auf 100.000. Dann werden die Gesundheitsämter wieder arbeitsfähig. Ich darf da mal so ein bisschen in die Bresche springen, nicht für die Frau Kanzlerin. Ich glaube, mit 50 auf 100.000 sind die immer noch überfordert. Nicht, dass sie das nicht können. Sie sind einfach, und das wissen wir, einfach in der Unterzahl und werden der Sache nicht mehr Herr. Ein Punkt noch, ganz wichtig, wenn Sie glauben, dass wir in deutschen Kliniken genügend Antigen-Tests hätten. Wir waren ja sehr froh über diese Testverordnung am 14. Oktober von Herrn Bundesminister Spahn. Aber wir sind doch sehr erstaunt, dass wir jetzt zumindest, ich habe das sofort an meiner Klinikleitung gemeldet, bestellt, dann haben wir 1.000 bekommen und dann war schon Schluss. Wir kriegen jetzt keine und ich habe auch nachgehorcht, angeblich muss es so sein. Berlin hat ja offensichtlich Millionen Tester eingekauft, aber im Rheinland sind die nicht verfügbar. Das heißt, wir wissen im Moment nicht, wann die nächsten Lieferungen kommen. Das BMG hat mir dann persönlich mitgeteilt, ja Ende November, Dezember, da werden dann genügend millionenfach die verschiedenen zugelassenen Tests, sind ja auch nicht alle zugelassen, dann produziert. Dann wird das eine große Hilfe sein. Herr Suttrop, wie sieht das in Berlin bei Ihnen aus? Haben Sie genug? Ja, wir haben auch erst 1.000 bekommen zur Prüfung, haben dann auch flott nachbestellt, aber wir haben sie jetzt aber auch im fünfjährigen Bereich verfügbar. Also die Erfahrungen aus dem Rheinland sind anders offenbar. Wie sind die Erfahrungen in München? Ja, also natürlich gebe ich Ihnen recht, das öffentliche Gesundheitssystem braucht eine Verschnaufpause. Wenn Sie 75% der Kontakte derzeit nicht mehr nachverfolgen können, das ist auch die Aussage, die gestern getroffen wurde bei der von der Bundeskanzlerin, hat man ein Problem, weil man im Dunkeln stochert. Aber ich bin auch da zuversichtlich, dass wir in wenigen Wochen auch wieder hier besser dastehen werden. Nun zu Ihrer Frage, was die Testung angeht. In München sind Sie verfügbar. Ich habe dieselben Einschränkungen wie Herr Suttrop. Die Antigen-Schnelltestungen sind hochspezifisch, ungefähr 99%. Die Sensitivität liegt im Bereich von 95%, bestenfalls. Das heißt, einen von 20 Personen würden Sie nicht detektieren. Ist ein gutes Hilfsmittel.
Es wird ja auch über den Einsatz in Altenheimen gesprochen. Es ist besser als nichts, sonst ist die Indikation ganz klar in der Notaufnahme, wenn ein Patient symptomatisch ist. Aber wichtig, und das ist nochmal ein Detail, sind eben die PCR-Schnelltests. Das heißt, diese sind ja hochspezifisch und hochsensitiv, das wollen wir. Und sie haben im Winter eben nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch mit RSV-Infektionen, mit Influenza. Und hier muss differenziert werden in der Triage, in der Notaufnahme. Und da ist es zurzeit etwas mühsam, immer wieder diese Testungen auch vor Ort in den entsprechenden Notaufnahmen verfügbar zu haben. Eine kurze Anmerkung. Ich möchte nur eine wichtige Anmerkung machen zu den Antigen-Schnelltests. Die werden jetzt sehr favorisiert und überschwemmen uns gerade. Sie sind sicherlich auch sehr hilfreich, aber sie haben ihre Limitation aus meiner Sicht. Und wir konnten in Hamburg durch unsere Mikrobiologen diese Sensitivität von 95-96% nicht ganz nachvollziehen. Also die Daten sind aus unserer Meinung etwas schlechter. Und wir müssen nur darauf achten, im Krankenhaus muss immer parallel eine PCR durchgeführt werden. Und wir müssen, glaube ich, diese Schnelltests in die Hand der erfahrenen Ärzte legen, weil wir dürfen natürlich nicht eine Scheinsicherheit haben, dass wir jetzt einen negativen Schnelltestpatienten in einen Hochrisikobereich ins Krankenhaus legen und da nosokomiale Infektionen verursachen bei diesem einen von 20 oder einen von 10. Und Sie sehen, wie das gefällt. Ich fand das sehr wichtig, dass Herr Sutter betont hat, bei den asymptomatischen, also wenn wir in der nationalen Teststrategie, werden Sie nachlesen, dass die Besucher in den Krankenhäusern alle getestet werden sollten mit so einem Antigen-Schnelltest. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Herr Sutter, das macht keinen Sinn. Erstmal ist es wirklich sehr arbeitsaufwendig. Das dauert nämlich tatsächlich, wenn man es richtig macht, Nasenloch rein. Sie sind mit dem Test, der dann auch 5 bis 30 Minuten beobachtet werden muss. Also das ist gar nicht zu stemmen, allein vom Arbeitsaufwand, alle Besucher zum Beispiel in Krankenhäusern durchzutesten. Das ist, glaube ich, die Empfehlung, die ist da so ein bisschen kursorisch drin. Meiner Meinung nach ist das eine gute Empfehlung für Pflegeeinrichtungen und für Altenheime. Für Krankenhäuser aber nicht. Und meinetwegen im Krankenhaus ist es hilfreich beim symptomatischen Mitarbeiter, wenn ich wissen will, kann er, hat er nur ein harmloses Adenovirus oder hat er Corona, und entsprechend kann ich vorgehen. Ja. Ich habe eine ganz kurze Nachfrage. Die Leute draußen, die nicht in den Kliniken sind, die gehen momentan zum großen Teil ungetestet in die Quarantäne. Die werden auch nicht getestet, weil es die Tests nicht gibt oder sie keine Termine zur Testung kriegen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich da eine Dunkelziffer aufbaut und dass Leute in Quarantäne sitzen für 2 Wochen und niemand weiß, wie viel wir tatsächlich haben? Da baut sich doch gerade eine Dunkelziffer auf. Würde ich mal antworten. Die Fallzahl hat eine Höhe erreicht, dass der öffentliche Gesundheitsdienst nicht mehr nachkommt. In Berlin heißt es gar, Bürger, nehmt es selber in die Hand, wenn ihr positiv getestet wurde, sagt anderen Personen Bescheid, mit denen ihr Kontakt hattet und so weiter, weil die Ämter es nicht hinkriegen und so weiter. Darum ist es ja richtig, dass gestern die Beschlüsse so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Und man muss ja auch wirklich sagen, es gibt ja auch einen Aufschrei, den ich sehr gut verstehe, der meinetwegen der Restaurantbesitzer oder der Künstler und der Bühnenbetreiber. Das ist ja auch alles sehr gut nachvollziehbar. Aber ich nehme einfach mal ein Wort von Ludwig Erhard. Der sagte ja mal, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne funktionierende Wirtschaft ist alles nichts. Und jetzt ersetze ich Wirtschaft durch Pandemiekontrolle. Pandemiekontrolle ist nicht alles, aber ohne Pandemiekontrolle ist alles nichts. Das ist, und wenn man immer nur exponentiell und Sie alle 10 Tage Zahlen mal 2 nehmen, können Sie jede Bank sprengen. Das ist überhaupt kein Problem, man muss es nur weit genug treiben. Es gibt das berühmte Beispiel, es gibt ein Schachbrett, das hat 64 Felder. Auf das erste Feld kommt 1 Reiskorn, auf das zweite Feld kommen 2, auf das dritte kommen 4 und so weiter. Und jetzt sagen Sie mir, was am Ende beim 64. Reisfeld rauskommt. Sie können ja jetzt mal, einfach um es zu verdeutlichen, das ist, vielleicht machen wir das Spiel, kommt da 1.000 raus oder kommt da 10.000 raus, kommt da 1 Million raus? Also nur mal kurz, ich habe hier noch einige andere Fragen zu anderen Themen, bevor wir jetzt
in den Millionenbereich gehen. Das ist ja in dem Beispiel der Fall. Milliarden ist das, oder Trilliarden. Also es ist jedenfalls eine unermesslich hohe Zahl, die nicht mehr auf das Feld passt, wenn man das jetzt mal so kurz macht. Sie haben mich jetzt gerettet. Also okay, mache ich gerne. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, ich wollte nur sozusagen hier ein bisschen Gas geben. Ich war fertig. Also, okay, wunderbar. Aber die Frage war, ob sich da eine Dunkelziffer aufbaut. Ja. Ja, baut sich da eine Dunkelziffer auf. Ist die gefährlich? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Herr Suthoff, können Sie das beantworten? Das ist unklar. Ja, es ist schwer, eine Einschätzung zu bekommen. Ist ja auch regional unterschiedlich. Thüringen, Schleswig-Holstein ist wieder anders als eine Großstadt. Das Entscheidende ist, ob die Dunkelziffer jetzt groß oder sehr groß ist, sie wird ja in 10, 14 Tagen kleiner werden. Mit den Maßnahmen, die gestern beschlossen wurden. Mit den Beschlüssen von gestern kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer nicht explodieren wird und unbeherrschbar wird. Die Maßnahmen sind eingeleitet, das jetzt nicht genau bezifferbare X kleiner zu machen. Aber Sie haben doch gute Vergleiche. Sie müssen doch einfach nochmal nach New York zurückgehen. Schauen Sie sich da an, was in New York passiert ist. Schauen Sie sich doch mal die Zahlen von New York an. Da haben wir eigentlich so ein furchtbares Großexperiment gehabt, wo tatsächlich genau das stattgefunden hat. Da sind viele sozial Schwache überhaupt nicht in die Krankenhäuser gekommen, weil sie sich gar nicht leisten können. Die sind zu Hause gestorben. Da hat gar keiner nachgeschaut. Das ist eine Riesendunkelziffer. Und ich muss Ihnen diese furchtbaren Bilder, die haben Sie vor Augen, wo ein großes Loch aufgemacht wurde in Manhattan und da die Leute beerdigt worden sind. Das ist die Dunkelziffer, ja. Und das ist schon wirklich bedrohlich, deshalb kann ich keinen verstehen, der sagt, das ist eigentlich eine Bagatelle, mit der wir umgehen, und keinen verstehen, der uns immer wieder vorwirft, wir würden hier Panik machen. Jetzt walte ich mal meines Amtes. Herr Professor Wendner hat jetzt das Wort. Dann habe ich hier noch eine Meldung und hier noch 4 Fragen und gehe danach dann weiter, bitte. Kurz zur Quarantäne, die Sie auch ansprachen. Wenn die Quarantäne ernst genommen wird, ist es ja dann auch sicher, sage ich mal, für die Gesellschaft. Natürlich verbindet sich damit eine Dunkelziffer. Aber ich möchte es ein bisschen positiv wenden. Es gibt ja durchaus auch eine Diskussion, die wir auch seitens der Leopoldina geführt haben, auch verschriftlicht haben, inwiefern auch eine Verkürzung der Quarantäne von 14 auf 10 Tagen sinnvoll sein kann. Bedenken Sie, dass natürlich auch jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, die 14 Tage in Quarantäne ist, auch im Arbeitsprozess fehlt. Das heißt, das hat ja auch gesellschaftliche Auswirkungen, die man auch bedenken muss. Und infektiologische, virologische Datenanalysen, an denen wir mit Herrn Drosten auch zusammengewirkt haben, haben ja gezeigt, dass nach 10 Tagen im Prinzip auch die Infektiosität dieser Patientin auf ein Minimum reduziert ist und die Wahrscheinlichkeit, dass eben Infektion weitergetragen wird, eben sehr gering ist. Sehr gut. Sie habe ich jetzt notiert. Jetzt gehe ich aber trotzdem erstmal zu Malte Kreuzfeld, dem Kollegen von der TAZ. Der fragt, der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen hat es gestern als beruhigend bezeichnet, dass erst 5% der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind und den Lockdown abgelehnt. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung? Halten Sie ihn damit für einen geeigneten Repräsentanten der deutschen Ärzte? Also ich kann gerne zum ersten Teil der Frage was sagen. Ich habe das ja bereits dargestellt. Natürlich ist die absolute Zahl der Covid-19-Intensivpatienten im Moment in Deutschland sehr gering. Aber die anderen Betten sind ja belegt. Diese hohe Zahl der freien Betten, Intensivbetten im DIVI-Intensivregister, ist leider nicht in vollem Umfang bepflegbar. Und das heißt, automatisch ist es ganz einfach so, wenn wir mehr Covid-19-Patienten im Krankenhaus haben, auf der Intensivstation, das kommt ja auf uns zu, dann führt das zu einem Verdrängungswettbewerb. Wir können dann keine Patienten zu elektiven Operationen aufnehmen, zur Abklärung von schweren Symptomen im Krankenhaus. Diese Patienten müssen dann zu Hause bleiben. Und parallel haben wir ja mit Anstieg der Infektionszahlen auch kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die fallen aus. Dadurch haben wir einen weiteren Personalmangel in der Intensivmedizin. Die Covid-19-Patienten sind auch sehr pflegeintensiv. Wir haben die Personaluntergrenzen.
die laut meiner Meinung auch ausgesetzt werden müssen. Wir haben gar keine andere Alternative jetzt im Winter. Und das führt dazu, dass Pflegepersonal wieder transferiert wird auf die Intensivstationen und so weiter. Das heißt, natürlich, ja, aber im Extremfall haben wir auf deutschen Intensivstationen nur noch Notfallpatienten, die richtig krank sind, wo es um Leben und Tod geht. Und wir haben Covid-Patienten, aber keine anderen Patienten. Ja, das heißt, elektive Hüftgelenksoperationen oder sonst alle Operationen, die nicht eilig sind, die können wir erstmal ein Jahr aussetzen. Wenn wir das wollen als Gesellschaft, dann können wir das so machen. Aber ich glaube, es wäre nicht klug, weil wir auch gesehen haben in der ersten großen Welle, dass viele andere Patienten das Krankenhaus vermeiden. Das sind halt Schlaganfallpatienten, Notfallpatienten. Und auch bei Patienten mit Krebs ist es halt eine unheimlich schwierige Frage für uns Mediziner. Wie schnell soll denn eine Operation erfolgen bei einem Hirntumor? Können wir das eine Woche verschieben oder sogar 4 Wochen? Und das ist unheimlich schwierig. Und ich denke, damit schaden wir natürlich ganz, ganz vielen Patienten. Und daher ist diese Zahl sehr gering, ja, aber sie darf eigentlich jetzt nicht weiter steigen. Und sie wird ja automatisch in den nächsten 2 Wochen sicherlich noch weiter steigen. Wie gesagt, die Maßnahmen der Bundesregierung beginnen erst Montag. Das müssen wir alle auch beachten. Das heißt, ich würde Herrn Wendler zustimmen. Wir müssen uns natürlich heute stringent schon an alle Maßnahmen halten. Und dann kommt diese Welle erst noch auf uns zu. Also insofern ist da keine Entspannung zurzeit. Die Aussage, dass ein Lockdown nichts gebracht hätte, dass das nicht bewiesen wird, das kann man, glaube ich, leider Gottes, was, glaube ich, da auch gesagt worden ist, in dem Zusammenhang aus der KBV, nicht so stehen lassen. Also wir haben ja das israelische Beispiel, die ja tatsächlich einen richtigen Lockdown gemacht haben. Die haben ja die Zahlen, und zwar mit dem Lockdown nachweislich. Und eins muss ich nur sagen, wir haben doch einen Lockdown hinter uns gebracht, der doch eigentlich genau gezeigt hat, was er gebracht hat, dass er dort die Schmerzen verursacht hat und sehr, sehr schwierig war. Und wir haben auch immer gesagt, einen Lockdown diesen Ausmaßes müssen wir halt verhindern. Es ist uns nicht gelungen, der Bevölkerung tatsächlich das so weit zu bringen im Sommer, dass sie das einfach mitgenommen haben. Wir haben es nicht geschafft, das ist vielleicht unser Versagen auch von Ärzten, wir haben da nicht stark genug darauf hingewiesen, in dieser schönen Zeit, in dieser wunderbaren Sommerzeit, dass das jetzt noch weitergeht. Und jetzt fällt uns diese vielleicht etwas Nachlässigkeit, wo wir selber vielleicht auch entspannt gewesen sind, auf die Füße. Die Divi, wie andere Fachgesellschaften, hat sich ja nach der Diskussion im Präsidium an die Stellungnahme nicht angeschlossen. Und wir sind schon der Meinung, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, die richtigen sind, weil wir haben tatsächlich am Ende der Fahnenstange die Sorge, dass uns das danach wegbricht. Und deshalb glauben wir, dass das jetzt richtig ist, was die Bundeskanzlerin und die 16 MPs beschlossen haben. Ich lade Sie hiermit immer ein, zu kommen und die Situation darzustellen, Herr Professor Wendler. Es gibt ja für jeden Lockdown auch ein Paradoxon. Wenn ein Lockdown erfolgreich ist, sehen die Zahlen danach besser aus. Man darf aber nicht den Schluss ziehen, dass der Lockdown deswegen nicht notwendig gewesen wäre. Das ist sozusagen der Fehler, in dem man leicht trennen kann. Deswegen, ich sehe es wie Herr Janssens, der erste Lockdown im Frühjahr hat für Deutschland Schlimmeres verhindert. Wir sind im internationalen Vergleich sehr gut durch die Pandemie durchgegangen. Das ist auch nochmal hier an dieser Stelle. Man soll auch wirklich mal loben. Das hat auch ein Großteil der deutschen Bevölkerung mitgetragen und sehr gut umgesetzt. Und der zweite Lockdown ist ja nur ein partieller Lockdown für eine begrenzte Zeit mit einer Prüfung nach 2 Wochen. Und ich hoffe, dass wir auch wieder diese Paradoxon-Diskussion haben werden, dass die Zahlen danach besser sind. Aber wir deswegen den Lockdown per se nicht in Frage stellen. Dann vielen Dank dafür. Dann gehe ich jetzt noch mal hier weiter, habe aber noch weitere Online-Fragen. Bitte schön. Haseruth vom Ärzteblatt hat sich aber im Grunde erledigt, weil ich auch auf das KBV-Papier abgezielt hätte. Nicht ganz so scharf formuliert, aber eine Einschätzung dessen. Aber ich hatte das so verstanden, dass einige von den Maßnahmen, da hatte sich auch Herr Schmidt-Janasit so geäußert, dass man die auch mittelfristig noch umsetzen könnte, unabhängig davon, ob der jetzige Lockdown käme oder nicht käme. Also es war ja vor der Beschlussfassung diskutiert worden. Würden Sie dann einige Punkte aus dem Papier für sinnvoll achten, dass die mittelfristig noch einbezogen werden, wie die bessere Kommunikation von den Maßnahmen und so weiter? Also meines Erachtens waren die Maßnahmen eigentlich die, die wir schon umsetzen. Und natürlich ist der Schutz der älteren Bevölkerung, das war ja auch ein Thema, Altenheime, Pflegeheime, das ist natürlich absolut sinnvoll. Und das müssen wir unbedingt machen. Und hier sind die Behörden auch aufgefordert und die Krankenhäuser und Altenheimbetreiber.
Es geht bloß natürlich auch mit Konsequenzen einher. Das muss uns allen klar sein. Wir diskutieren im Moment in deutschen Krankenhäusern einen Besucherstopp. Das heißt, Angehörige können nicht mit mehr zu ihren erkrankten Angehörigen. Wir diskutieren einen Besucherstopp in Pflegeheimen. Ja, natürlich können uns da Antigentests auch helfen. Aber das alles geht natürlich auch immer mit Auswirkungen einher für die Betroffenen. Aber natürlich muss man gerade die ältere Population jetzt absolut vor dem Coronavirus schützen, weil das sind die, die schwer erkranken im Regelfall und dann auch versterben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen in Hamburg liegt bei knapp 80 Jahren. Jetzt habe ich noch eine Frage von André Bocho von der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft zur Belegung der Intensivbetten. Spielen bei der Belegung der Intensivbetten Patientenaufnahmen aus dem Ausland eine Rolle? Und wenn ja, in welchem Umfang? Also wir haben darüber, glaube ich, keine Statistik, aber nach allem, was wir hier vorne wissen, ist das eine extrem geringe Zahl. Es sind bislang eine zweistellige Zahl von Patienten ist aus dem Ausland transferiert worden. Noch wären wir aufnahmebereit. Auf der anderen Seite kommt diese deutsche Welle auf uns zu, aber das ist im Moment, glaube ich, nicht erfolgt in einer relevanten Zahl. Sie können ergänzen, bitte. Also ich würde auch sagen, das, was wir in einzelnen Punkten ja sehen, Herr Janssens kann das bestätigen, dass eben Patienten aus den Niederlanden, vielleicht Patienten aus Slowenien, aus der Tschechischen Republik, bei uns in Bayern, im Einzelfall auf Intensivstationen transferiert werden. Ich denke, das ist gewisse gelebte europäische Solidarität in einer Notlage. Aber wird nicht die Bettenkapazitäten an den Rand treiben. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Und ansonsten, wenn Sie auf Medizintouristen anspielen, das ist kein Thema. Allein schon aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ist eine Aufnahme von ausländischen Patienten außerhalb dieser europäischen Hilfe so ja nicht möglich, weil entsprechende Quarantänebedingungen etc. gelten und auch Infektschutztransportkapazitäten gar nicht zur Verfügung stünden. Gut, dann gibt es noch eine Finanzfrage, die kommt nochmal von Jan Drebes von der Rheinischen Post. Wie groß war der Finanzbedarf bei der ersten Welle für Entschädigungen nach der Verordnung, dass verschiebbare Operationen zurückgestellt werden müssen? Und welcher Entschädigungsbedarf ist jetzt erwartbar? Das hängt ja ganz klar davon ab, was man jetzt beschließt und in welchen Stufen man jetzt den Regelbetrieb runterfährt. Und dann muss nochmal ganz genau definiert werden. Man spricht ja unter Ziffer 14 von dem Beschluss von gestern davon, dass man dann die Corona-sensitiven Krankenhäuser, die auch tatsächlich dann Corona-Patienten behandeln, dass man da wahrscheinlich etwas genauer als in der ersten Welle hinschaut, wer tatsächlich den Bedarf generiert, indem er tatsächlich Corona-Patienten behandelt im großen Umfang und dadurch auch tatsächlich aus dem Regelbetrieb aussteigt. Und ich glaube, das muss man dieses Mal noch etwas genauer anschauen. Das hat man, glaube ich, auch gelernt aus der ersten Welle des BMG. Und da müssen die einzelnen Länder, die ja dann die Verordnung treffen werden, da ganz genau sagen, das sind die Krankenhäuser, die dafür zuständig sind. Und wenn die tatsächlich diese Corona, zum Beispiel Charité oder andere, Sie haben ja auch so ein Ampelsystem in Berlin hier, dass diese Krankenhäuser sich vorwiegend um Corona kümmern, dass die natürlich, wenn die ganz aus ihrem Regelbetrieb aussteigen, dass die natürlich die Kompensation dann erhalten. Gibt es noch weitere Fragen? Wobei die Erfahrung aus der ersten Runde ist, dass die Kompensation für ein universitäres Haus wirklich nicht auskömmlich waren. Ja. Und was auch immer jetzt beschlossen ist, vielleicht fasst man das ins Auge. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich den Herrn Professoren herzlich für Ihr Kommen. Ich lade Sie vorsorglich schon mal wieder ein, wenn Sie das Bedürfnis haben, die Menschen zu sensibilisieren über die Situation. Und ich sage auch mal ein herzliches Dank an alle Kollegen, die sich hier so vorbildlich an die Regeln halten und alle ihre Masken tragen und sie auch über die Nase ziehen. Das trägt dazu bei, dass wir hier auch den Pressekonferenzbetrieb aufrechterhalten können. Vielen Dank. Ja, ich bin jetzt